da seid ihr. Hallo und willkommen in der Sendung, in der sich alles darum dreht, wie man super Sachen ganz leicht mit den Fingern hinbekommt. Ich bin Steven. Und ich bin Fern. Und jetzt sehen wir uns an, was wir heute alles Tolles machen werden. Im heutigen Minutenspiel versucht Steven, die Uhr zu besiegen und mir etwas Geld aus der Tasche zu locken. Danach machen wir uns ein witziges Wikingerspiel. Und wenn ihr euch nicht alles merken könnt, dann nehmt die Sendung doch auf. Oder ihr geht einfach auf unsere Internetseite. Ihr könnt natürlich auch alle Tipps mitschreiben. Es gibt Tage, da wollen die Haare einfach nicht sitzen. Du kämmst sie. Du bürstest sie. Du wäschst sie. Doch du kriegst sie irgendwie nicht richtig hin. Naja, ganz so schlimm waren meine Haare wohl noch nie. Aber mit unserem stummen Friseur gibt es keinen Grund mehr, das Haus mit unordentlichen Haaren zu verlassen. Dieser stumme Friseur wird dafür sorgen, dass ihr nie wieder irgendwelche Frisurprobleme bekommt. Und der stumme Friseur von Fingertips sieht auch noch richtig gut an eurer Wand aus. Er sorgt dafür, dass ihr jederzeit eure Frisur checken könnt und er hält für euch Haarklammern, Spangen, Kämme und Gels bereit. Und zwar in diesen kleinen Taschen, die wir alle aus sowas gemacht haben. Aus kleinen Cornflakes-Packungen. Okay, Steve, die wirst du jetzt brauchen. Ja, das sind genau die richtigen Pappschachteln. Doch bevor es damit losgeht, zeichnen wir erstmal die Umrisse des Stummfriseurs auf. Und dafür malen wir die Umrisse eines Esstellers einmal ringsrum auf ein großes Stück Karton. Und dann nehmen wir uns eine Cornflakes-Packung als Vorlage, denn so bekommt unser stummer Friseur einen vernünftigen Hals. Ich schieb ihn etwas über den Rand rüber. Und dann ziehe ich wieder Striche. Und als Vorlage für den Körper nehme ich mir nochmal den Teller von eben. Und mal die Umrisse einmal links. Und einmal rechts auf die Pappe. Danach zeichnen wir von Hand die Verbindung vom Kopf über den Hals zum Körper nach. Ja, ich bin nicht gut im Zeichnen, aber mit dieser Vorlage kriege ich das hin. Und zum Schluss kommt das Gesicht. Und dazu schnappe ich mir eine Untertasse und die lege ich in die Mitte des oberen Kreises und male einmal drumrum. Jetzt kann ich die Form ausschneiden. Ungefähr so. Die Form des Stummfriseurs ist fertig, aber er sieht noch etwas kahl aus, oder? Ja, aber das ist kein Problem, denn er bekommt von uns ruckzuck eine Frisur. Dafür holen wir uns ein paar flauschige Pfeifenreiniger und aus denen machen wir seine Zottellocken. Damit die schick werden, kaufen wir ein paar Glasperlen, die wir einfach drüber stecken. Ja, das sieht richtig gut aus. Dann besorgen wir uns eine Spiegelfliese aus einem Baumarkt und die wird auf den Hinterkopf unseres Friseurs gelegt. Und zwar genau so. Danach malt ihr die Umrisse der Spiegelfliese auf die Pappe, in die ihr jetzt die Zottellocken hineinsteckt. Aber wenn ihr das macht, passt gut auf, dass ihr sie nicht über den Rahmen der Spiegelfliese klebt, denn dann habt ihr später Schwierigkeiten, die Fliese festzukleben. Und wenn die Lockenpracht sitzt, empfehle ich euch, Spiegelpappe an der Vorderseite anzubringen. Die sieht nämlich spitze aus. Und wenn der Innenkreis etwas kleiner als die Untertasse ist, dann passt die Spiegelfliese perfekt, ohne dass ein Loch am Spiegelrand zu sehen ist. Ich klebe jetzt die Spiegelfliese an, und zwar mit diesen Klebestreifen, die in der Fliesenpackung dabei waren. Wenn sie bei euch fehlen, dann besorgt euch im Baumarkt etwas Fliesenklebeband. Jetzt muss ich das nur noch fest andrücken. Und dann wird der Friseur umgedreht, denn nun geht's um die Hemdtaschen. Ihr erinnert euch, wir haben als Taschen diese kleinen Cornflakes-Packungen und die kleben wir einmal dorthin und einmal daneben. Da kommen dann später die Friseurwerkzeuge rein. Und jetzt müssen wir das bloß noch toll anmalen. Wie wär's mit einer modernen Jeansjacke? Ich habe sogar echte Knöpfe angeklebt und ein Fingertips-T-Shirt reingemalt. Die Taschen sind doch echt praktisch, der perfekte Platz, um eure Kämme und euren Schmuck unterzubringen. Ihr könnt selbstverständlich auch eure Clips einfach an die Locken des Friseurs stecken. Und dann nehmt ihr wieder Klebestreifen, um euren Stummfriseur an die Wand zu kleben. Ihr braucht vielleicht etwas Hilfe, um die richtige Höhe zu finden. Ja, so gefällt mir das. Also drücke ich ihn jetzt fest, denn so ist der stumme Friseur in Augenhöhe mit mir. Das habe ich doch gut gemacht. Ein cooles T-Shirt und die Locken sind echt scharf. Junge, du siehst echt gut aus. Nur ein kurzer Blick hinein und schon kriegt man die beste Laune. Wenn man sich den Fingertips stummen Friseur bastelt. Habt ihr eine Minute? Beim Minutenspiel basteln wir ja immer etwas, was nicht länger dauert als eine Minute. Und zwar mit Dingen, die ihr bereits zu Hause habt. Heute werde ich wieder basteln. Und ich werde die Zeit stoppen. Das, was hier liegt, reicht mir, um was zu basteln, das euch bestimmt gefällt. Ich weiß, das sagen wir immer. Aber ich bin sicher, darauf werdet ihr total abfahren. Aber mehr verraten wir nicht, denn ihr sollt herauskriegen, was es wird. Na dann, bist du bereit? Aber sowas von. Okay, 3, 2, 1, los. Zuerst lege ich das hier hin und das dorthin. Was sagt die Stoppuhr? 5 Sekunden sind um. Und die beiden Weißen kommen als Kreuz in die Mitte. Mach weiter. Sehr schön. Und jetzt sind schon 10 Sekunden weg. Nehme ich die Karte und leg sie darauf.
Ganz genau so. Ein bisschen Kleber an diese Seite und an diese Seite. Ein Viertel der Zeit ist abgelaufen. Okay, für immer. Kein die Problem, kommt nie nur wieder. Kein Stress. Jetzt knicke ich das hier um und klebe es drauf. Das hat dich 3 Sekunden gekostet. Mit dem mach ich es genau so. So, jetzt sind die Gekreuzten dran. Wie lange noch? 30 Sekunden, Halbzeit. Nur nicht ausflippen. Das kommt dahin. Das schaffst okay, du nicht. Okay, jetzt packe ich das noch hier drauf. Sehr gut. Und dann wird alles umgedreht. Nur noch 20 ein Sekunden. Ein bisschen mehr Kleber hier und ein bisschen Kleber dort. Gut, und jetzt muss ich die auch wieder umknicken. Jetzt sind es nur noch 15 Sekunden. Ja, ja. Weniger als 15 Sekunden. Will nicht so, wie ich will. Bleib ganz ruhig, aber es sind nur noch 10 Sekunden. Nur noch 8, 7, dorthin noch ein bisschen Kleber 6, hier oben. 5, und dann kommt 4, die hier drauf. Panik, 3, und 2. Jetzt kannst du die Stoppuhr anhalten. Er hat exakt 1 Minute gebraucht. Das sieht jetzt aus wie ein Buchumschlag. Doch wie immer bei unserem Minutenspiel steckt mehr dahinter, als man denkt. Genau, ich präsentiere die gierige Geldbörse. Ich zeig mal, wie es geht. Dafür brauche ich aber einen Geldschein. Hast du mal einen Geldschein für mich? Ja, aber den will ich wieder zurück. Na klar, Ehrenwort. Und jetzt kommt der Schein von dir in die Geldbörse hinein. Und du siehst ja, er liegt ganz locker hier drin, oder? Ja. Ich schließe sie, schnipse mit den Fingern und puste rüber. Und dann sieh her und staune. Er steckt unter dem Kreuz fest. Das ist wirklich ein toller Trick. Oh ja, und jetzt zeige ich, wie es funktioniert. Ich könnte wetten, eure Freunde werden begeistert sein. Bestimmt. Wir haben die hier mit Schießgummis gemacht und sie öffnet sich wie ein Buch auf dieser Seite hier. Aber im Gegensatz zu einem Buch kann ich sie auch auf der anderen Seite öffnen. Und genau das ist der Trick. Denn das bedeutet, wenn ihr da Geld reinpackt... Vielen Dank. Und zwar der Länge nach, ganz locker. Und ihr die Geldbörse dann schließt... greifen beide Seiten nach dem Geld, wenn ihr sie auf der anderen Seite wieder aufmacht. Und wie ihr seht, gewinnt das Kreuz den Kampf um den Geldschein. Ein prima Trick. Und jetzt, wo wir ihn kennen, zeige ich nochmal, wie man das basteln kann. Am Anfang nimmt man sich ein Stück Karton, das etwas größer als eine Banknote ist. Und da legt man ein paar Streifen Papier drauf. Zwei kreuzen sich in der Mitte, die anderen liegen oben und unten. Dort legt man ein weiteres Stück Karton drauf, das man links und rechts mit Kleber bestreicht. Dann falten wir die schwarzen Streifen auf der rechten Seite um und die weißen Streifen auf der linken Seite. So. Danach kleben wir nochmal ein Stück Karton drauf. Sehr schön, das ist nett von dir. Dann drehen wir die Geldbörse um. Auch hier kommt wieder links und rechts Kleber drauf. Dann werden die restlichen Streifen darüber gefaltet. Sowohl die gekreuzten als auch die waagerechten. Ein weiteres Stück Karton wird oben drauf geklebt. Hier, bitte sehr. Und schon haben wir die gierige Geldbörse fertig gebastelt. So leicht geht das, aber ich teste mal, ob sie funktioniert. Gib her. Danke sehr. Jetzt packe ich das Geld hier rein. Es liegt da ganz locker. Dann schließe ich die Geldbörse. Und wenn ich sie auf der anderen Seite öffne, steckt das Geld fest. Fantastisch. Ja, sie funktioniert und ist brillant. In nur 1 Minute fertig. Tretet auch mal gegen die Stoppuhr an. Jetzt gib mir mein Geld wieder, Steven. Steven? Steven? Steven! Was wissen wir eigentlich über die Wikinger? Jeder weiß bestimmt, das waren Plünderer, Räuber und tapfere Krieger. Wer diesen Typen über den Weg lief, hatte bestimmt nichts mehr zu lachen. Aber was haben denn die Wikinger so in ihrer Freizeit getrieben? Sie haben trifft das Horn gespielt. Ja, jetzt sind wir bei den Spaßfingertipps. Und hier machen wir ja immer etwas, womit man spielen kann. Oh, das macht Spaß beim Basteln und Spaß beim Spielen. Hey. Ich hab getroffen. Dieses Wikingerspiel ist richtig toll. Man glaubt es kaum, doch für diesen Wikingerhelm hier haben wir bloß Papiermaché, einen Ballon und etwas Karton gebraucht. Hör doch mal auf damit. Aha. Zuerst müsst ihr einen Ballon so aufblasen, bis er dieselbe Größe wie euer Kopf hat. Den legt ihr dann erstmal weg, weil ihr euch danach 2 Stück Karton holen müsst. Die Seiten einer großen Cornflakes-Packung sind zum Beispiel perfekt dafür. Dann wird ein ziemlich großer Pappteller besorgt und den legt ihr dann wie ich hier drauf und malt die Umrisse nach, die ihr dann beide ausschneidet. Und bei einem dieser Kreise schneidet ihr mit der Schere ganz gerade vom äußeren Rand aus, genau so, in die Mitte hinein. Ja, das genügt schon. Dann schiebt ihr die Ränder so übereinander, dass eine flache Spitze entsteht. Die bringt ihr dann oben auf den Ballon an, denn das wird später die Spitze eures Helms. Keine Panik, wenn die Ränder hier so ein Stück hervorgucken, denn die werden nachher noch mit Papiermaché verdeckt. Und wenn ihr glaubt, die Spitze sitzt richtig, wird sie mit Klebeband an dieser Stelle festgeklebt, damit sie nicht mehr vom Ballon rutscht. Tja, und den anderen Kreis, den falten wir jetzt in der Mitte. Und danach schneiden wir an dem Kniff entlang, um dann 2 Halbkreise zu haben. Daraus machen wir nämlich die Hörner für euren Wikingerhelm.
Dafür müssen wir sie jetzt noch jeweils zu kleinen Spitzen zusammenwickeln. Ungefähr so. Und da machen wir jetzt ein Stück Klebeband dran, damit sie an der Naht zusammenhalten. Und wenn ihr dann damit fertig seid, drückt ihr sie flach zusammen. Und jetzt macht ihr 5 Einschnitte. Von hier nach dort. Und das sieht dann so aus. Und jetzt biegt ihr alles etwas auseinander, und zwar immer dort, wo ihr eure Schnitte gemacht habt. Auf diese Weise bekommt man die typische Hornform, seht ihr? So geht das. Und dann wird euer Horn wieder geöffnet. Und ihr stopft es mit zerknüllten Zeitungspapierschnipseln voll. Das hilft dem Horn, seine Form zu behalten. Ja, immer rein mit den Schnipseln. Es macht nichts, wenn das Papier am Rand rauskommt, denn wenn ihr damit fertig seid, werden die Lücken nämlich noch mit Klebeband zugeklebt. Und schon ist das Horn perfekt. Und wenn beide Hörner fertig sind, könnt ihr sie auf den Ballon kleben. Du nimmst das rechte und ich das linke Horn. Ihr nehmt euch wieder Klebeband und befestigt die beiden Hörner am unteren Rand der Helmspitze. Schön festdrücken. Dann bedeckt ihr die oberen 2/3 eures Ballons mit Papiermaché, also mit Bastelkleber, Wasser und Zeitungspapier. So bekommt ihr eine herrlich glatte Oberfläche. Ihr müsst 3 Lagen davon machen, damit der Helm richtig fest wird. Wenn ihr fertig seid, lasst ihr das Ganze über Nacht trocknen. Und wenn alles trocken ist, kommt der Moment, wo ihr den Luftballon platzen lasst. Das macht Spaß. Und jetzt solltet ihr noch den Rand abschneiden, der übersteht. Und zwar einmal ringsrum. Ein Schnitt hier, ein Schnitt dort und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt vielleicht etwas verrückt an, aber ihr solltet es trotzdem tun. Ihr holt euch einen weiteren Luftballon und den blast ihr diesmal direkt im Helm auf. Denn das hier ist unser Fingertips-Top-Tipp. Der Ballon wird nämlich verhindern, dass euer Helm in sich zusammenfällt. Während ihr ihn bemalt. Und dafür nehmt ihr diesen Kupferfarbton, denn die Wikinger haben ja Kupferhelme getragen. Wenn er bemalt ist, könnt ihr ihn noch mit etwas Kunstfell umkleben, also einmal um den unteren Rand herum. Wir haben ihn auch noch hier vorne ganz schick verziert. Dazu haben wir Pappe ausgeschnitten und sie silber angestrichen. Und jetzt, wo der Helm fertig ist, kommen wir endlich zum Spiel. Und dafür braucht ihr unbedingt sowas hier. In diesem Wurfring stecken 4 Pfeifenreiniger, die mit Wolle umwickelt wurden, damit die spitzen Enden verdeckt sind. Wenn ihr auch ein Fingertips-Wikinger-Spiel haben wollt, dann geht auf unsere Internetseite und klickt auf Fingertips. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Die Adresse gibt's am Ende der Sendung. Ihr könnt das Spiel natürlich auch nur mit einem Wikinger-Helm spielen. Oder ihr seid noch verrückter und spielt mit 2 Helmen. Bist du endlich soweit? Und ob? Der erste Spieler, der 5-mal aufs Horn trifft, hat gewonnen. Okay, ich fange an. Na dann viel Spaß. Oh, ich hab getroffen. Na los, macht euch selber so ein witziges Wikinger-Spiel. Hör auf zu lachen. Für die nächsten Fingertipps haltet doch schon mal so einen aufklappbaren Karton und einen Ballon bereit. Für diese spannende Box. Wir verraten euch auch einen Trick, wie man sich coole Fingertips-T-Shirts machen kann. Außerdem zeigen wir euch noch, wie man eine total abgefahrene Zauberparty mit Hexenkessel feiert. Aber das war's erstmal, Leute. Und wenn ihr etwas davon zu Hause nachmachen wollt, dann geht auf unsere Internetseite. Wir haben die Adresse für euch hier unten eingeblendet. Und wir sehen uns bald wieder für noch mehr Fingertips. Bis dann. Wir sehen uns.